Ich werde immer öfters gefragt, wie man denn eigentlich eine DNG-Datei abspeichert. Ich habe ja schon oft darüber berichtet, was die Vorzüge des DNG-Formates sind, und jetzt möchten einige Leute wissen, wie man oder wo man denn am besten ein DNG-Format konvertiert. Zuerst einmal, es macht nur Sinn, Rohdaten zu DNG zu konvertieren. Es ist keine gute Idee, aus TIFF- oder JPEG-Dateien eine DNG-Datei zu schreiben. Aus dem einen Grund zum Beispiel nicht, weil DNG-Dateien keine Ebenen unterstützen, weil DNG-Dateien schwerer sind als TIFF-Dateien, weil das TIFF-Format in sich schon ein sehr gut dokumentiertes Format ist und kein Grund besteht, TIFF zu DNG zu wandeln. Also DNG sollte ausschließlich für RAW-Bilder eingesetzt werden. Das mal die Einführung. Jetzt, wo und wann Sie ein DNG-Bild erstellen auf Basis Ihrer RAW-Bilder, das ist Ihnen überlassen. Ich werde zu einem späteren Zeitpunkt gerne einen Blog dazu machen, wann ich DNG erstellen würde. Ich habe da meine Arbeitsweise in den letzten Monaten auch etwas geändert, weil DNG auch nicht immer nur Vorteile hat, wenn man es sofort macht. Sie sollten spätestens machen, wenn Sie das Bild archivieren. Aber jetzt in diesem Blogbeitrag einmal, wie und wo mache ich ein DNG und noch nicht wann. Fangen wir mal an, wenn Sie nur die Bridge haben. Und es spielt dabei keine Rolle, ob die Bridge in der allerersten Version mit Camera Raw oder ob das CS5 ist. Sie können das im Prinzip immer an der gleichen Stelle tun. Wählen Sie Datei in der Bridge, zum Beispiel Fotos aus Kamera laden, wenn Sie die Bilder mit Hilfe der Bridge auf Ihren Computer runterladen wollen. Alternativ können Sie auch auf dieses Fotoapparat-Symbol klicken und dann öffnet sich der Foto-Downloader. Im Foto-Downloader haben Sie jetzt die Möglichkeit, bereits hier die Bilder ins DNG-Format zu konvertieren. Bitte beachten Sie, wenn Sie eine Kopie der Bilder speichern, dass die Kopie im RAW-Format gesichert wird, in das Verzeichnis XY, in diesem Fall Pictures, und das primäre Ziel wird dann als DNG gespeichert. Das wäre Möglichkeit Nummer 1. Möglichkeit Nummer 2, Sie laden die Bilder ganz normal im RAW-Format auf Ihre Festplatte runter. Öffnen dann die besagten Bilder, indem Sie alle mit Befehl A auswählen und Befehl R in Kamera Raw öffnen. Sagen anschließend alles auswählen und speichern die Bilder anschließend wieder hier als digitales Negativ. Das wäre Möglichkeit Nummer 2 gewesen via Kamera Raw. Also Möglichkeit Nummer 1 war die Bridge, Möglichkeit Nummer 2 war Kamera Raw. Dann Möglichkeit Nummer 3, wenn wir mit Lightroom arbeiten. In Lightroom haben Sie gleich drei Möglichkeiten, Bilder ins DNG-Format zu konvertieren. Ich gehe auch darauf kurz ein. Ich habe hier Lightroom gestartet. Die Möglichkeit Nummer 1, klicken Sie auf Importieren oder drücken Sie Befehl Shift I. Wählen Sie die besagten Bilder aus, die Sie importieren möchten. Und beim Importvorgang können Sie hier sagen, als DNG kopieren. Das heißt, die Bilder werden von A nach B kopiert. Sie müssen dann hier eine Location angeben, wo die Bilder hin müssen. Und die Bilder werden beim Import automatisch ins DNG-Format konvertiert. Klammer auf, es werden nur RAW-Dateien konvertiert zu DNG und nicht andere Dateien. Ich sage jetzt hier mal hinzufügen, um die anderen Möglichkeiten aufzuzeigen. Ich importiere die Bilder als normale RAW-Dateien, als NEV-Dateien. Ich habe die Bilder importiert hier und die weitere Möglichkeit, die sehr viele Leute nicht kennen, ist, ich wähle die Bilder hier aus, sage anschließend Bibliothek, Fotos in DNG konvertieren. Das wäre die vierte Variante. Die fünfte Variante und letzte Variante, die ich jetzt hier zeigen möchte, geht über den Export aus Lightroom. Sie sagen exportieren,
Beim Exportieren speichern Sie das Ganze zum Beispiel auf eine Festplatte und bei den Dateieinstellungen sagen Sie hier Format DNG und das wäre dann wieder eine Möglichkeit, wie Sie DNG erstellen können. Nochmals zusammengefasst, Variante 1, Download mit der Bridge, mit dem Fotodownloader. Möglichkeit Nummer 2, Bilder in Camera Raw öffnen, dort speichern als DNG. Möglichkeit Nummer 3, Bilder in Lightroom importieren und beim Import zu DNG wandeln. Weitere Möglichkeit, die Bilder in Lightroom selber über das Bibliothekmenü zu DNG konvertieren. Und die letzte Variante, Bilder beim Lightroom Export ins DNG-Format konvertieren. Und dann gibt es sogar noch eine Variante, die ich zum Abschluss aufzeigen möchte. Und zwar können Sie auch ein Gratis-Produkt einsetzen, das nennt sich Adobe DNG Converter. Sie finden das auf der Adobe Website. Wenn Sie noch Adobe DNG Converter suchen, dann ist der oberste Beitrag in Google automatisch der Download-Link für diesen DNG-Konverter. Mit diesem Gratis-Programm können Sie einen Ordner bestimmen, in dem sich die Bilder befinden, zum Beispiel hier. Sie können dann die Bilder im selben Ordner speichern. Ganz interessant ist zum Beispiel die Fähigkeit, dass Sie Bilder in Unterordnern einschließen können, was sehr interessant ist. Und dann können Sie den konvertieren lassen. Spontan kommt mir noch etwas zu Lightroom in den Sinn. Natürlich ausgerechnet jetzt, wo ich Lightroom schon beendet habe. Was Sie tun können, wenn Sie mit Lightroom intern Fotos ins DNG-Format konvertieren, was ich ganz interessant finde, ist die Möglichkeit, die Original-RAW-Bilder nach der Konvertierung zu löschen. Auf diese Art und Weise haben Sie die RAW-Bilder zu DNG konvertiert und die RAWs werden dann gelöscht, damit Sie die Bilder nicht etwa doppelt haben. Das ist die einzige Variante, mit der Sie wirklich RAW-Bilder dann löschen. Mit allen anderen Techniken, die ich Ihnen gezeigt habe, sind die RAW-Bilder immer noch an der Quellposition vorhanden. Es werden lediglich DNG-Dateien ins gewünschte Verzeichnis dazugeschrieben. Das sind also die möglichen Wege, die Sie jetzt mit Adobe-Technologie einschlagen können. Es sind Gratis-Wege dabei, wie mit dem DNG-Konverter. Sie können es mit Bridge und Camera Raw tun. Sie können es aber auch mit Lightroom beim Import, in Lightroom selber und beim Export tun. Da sollte sicher eine Möglichkeit für Sie persönlich dabei sein. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Euer Michel Meyer.